Wien ist vielleicht anders. Berlin hat sein Andels, das mittlerweile dritte Designhotel unter diesem Namen in Europa, wurde jetzt in der deutschen Hauptstadt eröffnet. Aber das unter österreichischer Mithilfe. Wo immer man auf der Welt über Luxushotels spricht, haben unsere Landsleute ein Wörtchen mitzureden. So auch im neu eröffneten Designhotel Andels in Berlin. 60 Meter hoch, 560 Zimmer und 110 Millionen Euro Baukosten. All das muss sich erstmal bezahlt machen. Und da setzen die Besitzer in Deutschland auf Know-how aus Österreich. Ich glaube, entscheidend ist, dass man immer das richtige Kunden-Nutzen-Verhältnis anbietet. Und wir haben mit dem Produkt hier so viele Möglichkeiten, verschiedene Zielgruppen gleichzeitig anzusprechen. Zumindest in der medial wichtigsten Zielgruppe ist dieses Konzept schon voll aufgegangen, bei der zur Eröffnung geladenen Prominenz. Ja, das Hotel ist super. Ich finde, es ist eine Bereicherung für Berlin. Und ich glaube, dieses Hotel wird ab heute unser Lieblingshotel. Und wir sind echt froh, hier zu sein. Der Service ist so freundlich. Und die lesen jeden Wunsch von den Augen ab. Und es ist super. Es ist jung, es ist nicht zu teuer, was ganz wichtig ist. Also ich kann dieses Hotel nur empfehlen, kann auch wirklich jedem nur empfehlen, mal ein Wochenende sich diese Stadt anzuschauen. Wir haben jetzt so einen kleinen Rundumschlag gemacht. Das ist sehr modern, sehr schick, muss ich sagen. Ich würde gerne mal die Zimmer sehen, aber ich habe schon gehört, dass die Zimmer super sein sollen. Da hat er richtig gehört. Immerhin wurden die exklusiven Zimmer von den renommierten Londoner Star-Designern Jastico & Wiles gestaltet. Und so findet sich in ihnen alles, was gut oder zumindest teuer ist. Von der Bettwäsche aus feinster ägyptischer Baumwolle, über große Flatscreens mit integrierten DVD-Player bis hin zu kleinen, feinen Details. Werte, die leider auch einen dementsprechenden Preis haben. Na, relativ preisgünstig würde ich nicht sagen. Ich meine, gegenüber London, Barcelona, Paris sind wir natürlich relativ preisgünstig. Die Zimmer fangen an bei 99 Euro das Einzelzimmer, 119 das Doppelzimmer und dann je nach Belegung und Messezeit gehen die Preise hinauf. Überraschend ehrlich für jemand, der für die Vermarktung zuständig ist. Aber im Andels will man nicht über den Preis verkaufen, sondern über die Leistung. Und wer in Zukunft ausschließlich finanzkräftige Kunden ködern will, muss diese anspruchsvolle Klientel erstmal richtig heiß machen. Und so ließ man bei der Eröffnung nicht nur Korken knallen.